Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge, die 63. Ich glaube ja. Ich glaube 63. Folge. Ja, ich habe mal ein bisschen was aufgeschrieben, was wir jetzt brauchen werden. Wir brauchen 17 Component Heat Vent, 22 Overclocked Heat Vent, 5 Component Heat Exchanger und 2 Heat Exchanger. Ja, das wird jetzt lustig. So, also zuerst mal 2 Heat Exchanger. Die da. Das ist nicht sonderlich viel. Das ist ein. Habe ich davon noch? Ich welche gemacht? Paar. Zwei Stück brauche ich. Kann ich das machen? Ja. Huch, nein. Nein. Da. So. Ha, fängt ja gut an. So, also wer die letzte Folge nicht geschaut hat, wir versuchen einen Reaktor zu basteln. Ich kann ihn stacken. Fängt ja schon mal gut an. So, die haben wir. 5 Component Heat. Das sind die da. Dafür brauche ich nochmal Heat Exchanger. Und zwar 1, 2. Und dann brauchen wir nochmal. Hallo. Ein paar Circuits. Ach, sollte gar nichts machen. 10. Nein, Zigaretten fehlen. Dann machen wir 5. Die dürfen reichen. Ja. Gut. Warte mal kurz. Moment. Kriegst vielleicht hier drüber besser? So. So. Gut. Ah, endlich kann ich das mal im Ding drinne beeinflussen und muss nie mal raustappen. So. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, die mit Gold umranden. 2, 3, 4, 5. Alles klar, ich habe halt schon mal ein bisschen vorbereitet. So, die Component Heat Exchanger. Dann muss man ein Bild hin. Da. Dann 22 Overclocked und 17 Component. Ich glaube, für die Overclocked brauche ich einen Reaktor Heat Vent. Dafür brauche ich einen Heat Vent mit Copper. Wie viel habe ich da? Overclocked brauche ich 22. Bin ich mir sicher? Ja, ich bin mir da sicher. 22. Das heißt, ich brauche jetzt 22 davon, die ich nicht stacken kann. 1, 2, 3. Okay, das wird jetzt lustig. Vor allem. Ich musste gerade feststellen, etwas, was ich nie für möglich gehalten hätte. Wir sind mal out of copper. Das hätte ich jetzt nie für möglich gehalten. Aber, ich sag mal so, ich habe da mal was vorbereitet und zwar die Query läuft gerade nebenbei. Das heißt, das dürfte eigentlich nicht das Problem sein. Und ich mache gerade mal Folgendes. Will ich das verdoppeln? Ich glaube, das Ding verdoppelt es mir eh, oder? Ich sollte das dann testen, wenn hier alles durch ist, oder? Bist fertig? Nee. Komm, wird fertig. So. Ich mache jetzt einfach mal ein Stack und dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. So. Okay, 22 brauche ich, kriegen niemals fertig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 haben wir schon mal. So kann ich das vielleicht schöner sehen, ne? Ja. Ach, du meine Güte. Bist bald fertig? Ich glaube, ich mache Folgendes. Ich baller das alles mal hier in die Kiste rein. Dann machen wir da draußen ein bisschen Kupfer. Und dann können wir das Kupfer hoffentlich bald verwenden. 31 haben wir noch. Okay. So, Reaktor haben wir jetzt 11. Also nochmal 11. So, ich meine, wir bekommen ja gerade Kupfer, das ist ja nicht das Problem. So, Reaktor.
11, 12, 13, 14, 15. Das wird ein langer Weg. Ich habe nie im Leben, glaubt ihr, ich habe dran gedacht, dass ich mal an Kupfer scheiter. Achso, das war ja... Mensch. Ich muss hier mal runtergehen. Dann tausche ich mal schnell die Jar aus, damit es ein bisschen schneller geht. Na? So. Ich nehme jetzt einfach mal die hier. Hier brenne ich ja eh im Moment nicht so viel. Und dann nutze ich einfach mal die volle jetzt hier für... Ups. Na? Danke. Irgendwie leckt es gerade ein bisschen. Ja. So. Zieh rein. Freu dich und gib Gas. Gut. Ich hoffe mal, der gibt jetzt auch wirklich Gas. Die kann ich schon mal wegpacken und dann kann ich ja inzwischen mal was zeigen. Und zwar... Hier drin liegen schon ein paar Teile, aber das hier habe ich gemacht. Ich habe hier mal mit Steve's Factory Manager ein bisschen was aufgebaut, und zwar hier die Kiste, halt den Nuklearreaktor, Zugriff über dieses Remote Interface und MFSU. Und ich habe hier Folgendes gemacht in dem Steve's Factory Manager. Und zwar habe ich hier Fuel Control eingerichtet als Gruppe, und da war Folgendes. Mit einem Trigger nehmen wir aus der Kiste, dieser hier, also setzen wir die als Input fest. Und danach habe ich hier Reaktor 0 bis 1. Da wird in das Remote Interface, was unser Reaktor ist da hinten, auf die Unterseite in die Slots, also wenn man hier draufklickt, kann man dann Use ID Range klicken und danach kann man hier die Slots einstellen, da 0 bis 1. Der Slot 0 bis 1 ist der hier und der hier. What the fuck? Was ist das für ein Slot? Kann ich was reinnehmen? Nö. Was ist das für ein Slot? Fuck. Hier drüben auch. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls hier, das ist der 0. Slot, das ist der 1. Slot. Das heißt, in die beiden wird dann Fuel Rod gepackt aus der Kiste. Das heißt, volle Uranstäbe hier werden aus dieser Kiste dann in die ersten beiden Slots gepackt. Und das gleiche habe ich nochmal für den Slot 9 bis 10. Das ist der 9. und das ist der 10. Und dadurch habe ich dann in diesen vier immer Uran, was ich halt hier reinlege. Im Moment nur normale Uran-Dinger, das könnte man aber gleich mal updaten, wenn wir jetzt hier im Moment mal abwarten müssen. Das habe ich mich vertippt. Uran. Ja, da steht es hier, Urquan. Jetzt müssen wir im Moment warten und haben Uran. So. Und zwar hätte ich gerne noch die Dual und die Quad. Das hat einen Sinn, das kann ich euch schon erzählen, weil wir werden auf jeden Fall mit Dual und Quad werden wir arbeiten. Die bringen ein wenig mehr Strom. So, und damit das Ding halt automatisch das Zeug immer schön befüllt, machen wir das. Gut, wir können das dann später noch mehr definieren. Ich habe hier noch viel Platz gelassen, weil wir werden einen Haufen mit dem Reaktor machen. Zum Beispiel dann auch mit dem MFSU werden wir hier halt sagen, wenn das Ding voll ist, gibt es ein Redstone-Signal aus, was dann von dem Machine Inventory Manager erkannt wird. Dann wird das Ding hier ausgeschalten, der Reaktor. Und vielleicht wird hier noch ein Schild geändert oder irgendwas. Muss ich mal gucken, was ich dann mache, weil ich habe hier noch Sign-Update und sowas. Dass man dann halt schreibt, MFSU ist voll oder was weiß ich, dass man es dann vielleicht hier irgendwo anzeigen lässt. Muss ich mal schauen. Ja, so, wie weit sind wir mit dem Kupfer? 40 haben wir. Das ist nicht zu viel, wie ich mir erhofft hatte. Hier ist ein bisschen drin. Nehmen wir doch mal das. Meine Dark Steel Balls gehen auch am Ende zu. Das heißt, ich brauche Eisen. Ich glaube, Kohlpowder und Obsidian war es, ne? Dann würde ich nämlich einfach mal jetzt einen Stack von den Dark Steel Balls machen. Ja, ist richtig. Gut, und das kann erstmal gebraten werden. Okay, das dürfte dann hoffentlich genug sein erstmal. Moment, wie viel ist jetzt hier vorne noch drin, in der Kiste? Kann man nicht machen. Machen wir nur die Hälfte ungefähr. Gut, macht das einen Quatsch. Einfach nur, ich möchte jetzt nicht zu viel davon verbrauchen. Die Dinger sind auch noch relativ
offen vom Füllstatus her. Okay, und jetzt kommt wieder die Sache, wir brauchen wieder den Forgehammer und wir brauchen Kupfer. Hey, guck mal, wir können sogar einen Stack ungefähr machen. Ja, reicht genau für den Stack. Gut, React. Davon brauchen wir jetzt, wie viel waren es? 22, glaube ich, ne? Falsch, da. 22 overclocked, genau. Also, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sehr schön. Und die müssen wir jetzt nochmal weiter craften, und zwar mit Goldplatten. Ach du Scheiße. Es war mir so klar. Es war mir so klar. Warum sollte ich jetzt das Zeug auch passend wieder haben, wie immer? Also, ist ja nicht so, als hätte ich mal Zeug passend. Jetzt einfach mal drei von den Dingern. Eieiei. Ich mache jetzt mal einen Stack Goldplatten und das muss dann aber erstmal reichen. Hoffentlich. Ich wette zwar nicht, aber... Nein, wie viel haben wir noch? Drei! Verdammt! Jetzt nochmal 16 Stück. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ups. Alter. Yay, wir haben es fertig. So, damit haben wir alle overclocked, die wir auch nicht stacken können. Ich glaube, ich bastel die schon mal einfach rein. So. Also, und zwar ein overclocked hier, eins da. Die nehmen auch schon ein bisschen ab, seht ihr. Die haben kurz was abgenommen. Dafür haben die Core-Temperatur runtergebracht. Die war auf 1% die ganze Zeit. Die ist jetzt auf 0. So, und dann machen wir jetzt hier nochmal eine Reihe voll. Also wir platzieren jetzt praktisch wie so ein... in so einer Schräge, sage ich mal. So, so, so. So, 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 ups, so, so. Und dann hier nochmal. Ich glaube, das ist sogar dann schon die letzte Reihe. Ja, genau. So, das sieht schon mal relativ lustig aus. Ich kann ja schon mal die Dinger hier platzieren. Als allererst mache ich mal jetzt die normalen Heat Exchanger. Da packe ich mal einen hier oben rein. Und einen hier rein. Die Heat Exchanger verteilen die Hitze an mehrere Punkte. Das heißt, die Hitze wird praktisch an diese drei Dinger weitergegeben. Das erkläre ich dann, wenn es fertig ist, wie es jetzt genau funktioniert. Dafür muss ich dann erstmal alles fertig basteln. So, dann kommt hier nochmal ein Component rein. Genau wie hier, wie da und wie da. Und dann haben wir noch einen übrig und der kommt da rein. So, und da kommen dann die letzten Dinger rein, die wir hoffentlich jetzt alle craften können. Und zwar brauchen wir jetzt noch, falsch, 17 Component. Component Heat Vent. Natürlich fehlt es uns an Eisenzäunen. So. Hoffentlich jetzt genug. So, wie viel brauche ich? Kann ich die stacken? Kann ich auch stacken. 17, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ja, Mensch. Jetzt habe ich ganz vergessen, wie viel ich schon habe. Okay, nochmal durchziehen. So, 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 so. 9 plus 7 macht... das sind jetzt 18. Einer mehr als ich brauche, aber für den habe ich auch schon Platz gefunden. So. Und die packen wir jetzt folgendermaßen rein. Einmal hier unten komplett. So. Dann, also kurz gesagt, erstmal in alle Lücken rein. Die sich jetzt hier irgendwo auftun. So. Wunderschön. Und dann packen wir jetzt hier nochmal welche rein. An diese äußerste Kante. Gut. Was jetzt passieren wird? Hier oben in diese Slots kommt ja immer das Uran rein. Wenn jetzt hier also ein Uranstab reinkommt, dann gibt er seine Hitze ab. Und zwar
packe ich hier 4 immer rein. Das heißt, die heizen sich gegenseitig auf und produzieren relativ Wärme und relativ gute Menge an, also eine ausreichende für mich. Das wird dann an die Component Heat Vent übergeben, hier an diesem äußersten Punkt. Die verteilen es an das Overclocked Heat Vent. Da kommt dann wieder ein Component Heat Vent zu Einsatz und verteilt es wieder. Also die werden dann an diese Overclocked verteilt und durch diesen Component Heat Exchanger wird dann praktisch die Hitze, die eigentlich auf 1 alleine ballert, auf 4 verteilt. Und das dann halt hier an den ganzen Stellen wird es immer wieder verteilt, immer wieder verteilt, immer wieder verteilt, dass praktisch alles relativ gleichmäßig Hitze abbekommt, sag ich mal. Und nicht nur eins die ganze Last hat, weil das so ein Heat Vent kann, ich weiß jetzt nicht die genaue Anzahl, aber eine gewisse Menge an Temperatureinheiten kann das Ding immer rauslassen. Und wenn man es verteilt, hat man natürlich eine wesentlich größere Zahl an Hitze, die gleichzeitig rausgebracht werden kann. Dual Fuel Rod haben wir schon. Eine. Ich baller mir nochmal meinen Anzug an. Die eine lasse ich mal hier. So. Denn wir müssen noch ein bisschen mehr machen. So. Ich mache einfach mal alles, was ich machen kann. Das sind 14 Stück. Und dann brauchen wir nochmal... Habe ich eigentlich schon alle gemacht gehabt oder waren hier noch welche drin? Ich habe übrigens was mitgekriegt, ich bin ein Idiot. Ja, das musste ich einfach mal jetzt erwähnen. Weil ich habe totale Scheiße gebaut, ist mir aufgefallen. Wie ich nur so bescheuert sein kann. Und zwar habe ich mir diese Solid Canning Machine gemacht. Warum habe ich das gemacht? Ich kann einfach hier mal draufklicken. Und dann auf Canning. Dann kann ich nämlich hier oben... Enriched Uranium reinpacken, hier in die Mitte die Dinger und an der Seite kommt es trotzdem raus. Ich muss halt nur mal was umstellen. Ne? Einfach mal was umstellen. Aber da denkt ja der liebe Schnauzer nicht dran. Das geht gar nicht. Doch, in die Mitte kannst du packen, genau. So, und dann kann ich halt hier an die Seite die Fuel-Dinger packen und das Ding ackern einen Moment und danach kriege ich die auch gepackt. Fertig. Und ja. Ich weiß nicht, warum ich so bescheuert war und das nicht hingekriegt habe, aber ich habe es nicht hingekriegt. So. Was wir jetzt brauchen, sind noch einmal eine Dual Fuel Rod und 2 Quad Fuel Rod. Das werde ich dann später wahrscheinlich noch ein bisschen mehr spezifizieren im Programm. Weil ich will eine bestimmte Reihenfolge haben. Aber das werdet ihr dann alles sehen. So, ich brauche noch mal. Wie brauche ich denn jetzt? Brauche 2 brauche ich dich. Ich muss dann auch mal schauen, ob ich mir das komplett automatisiere später. Dass ich dann wirklich sage, okay, wenn kein Uran mehr da ist, dann nimm aus diesem System das Uran, verarbeite es, crafte Enriched Uranium, pack das Enriched Uranium hier rein, pack da noch Fuel Rods, also ich werde es wahrscheinlich hier reinpacken, pack da Fuel Rods rein, nimm das, die Fuel Rod Uranium, crafte die in das Ding, was fehlt, und dann pack es zurück. Das wird lustig. Gut. Viel gebabbelt, viel gelabert, aber jetzt geht's erstmal weiter. So. Eine Dual Fuel Rod brauchen wir nochmal. Und dann brauchen wir noch eine Quad Fuel Rod. Beziehungsweise 2. 1, 2. Jetzt nehme ich mal wieder mit. Das kleine Uranstäbchen. So ein süßes kleines Stäbchen. So. Und jetzt kann ich zum Beispiel Folgendes machen. Jetzt packe ich mal ja, also hier ein Uran, da ein Uran, da ein bisschen was. So, das ist jetzt meine Konstellation. Ich hoffe, die funktioniert so. Ich habe eigentlich getestet, dürfte eigentlich funktionieren. Das heißt, die Dinger heizen sich gegenseitig auf, produzieren ordentlich Strom und die Teile verteilen es alles. Was ich jetzt noch habe, ist hier einen Wireless Transmitter und einen Wireless Receiver. Denn diesen Lever, wenn ich den umlege, um das Ding zu starten, um das Ding hier anzuschalten, manuell, gibt kein Redstone-Signal aus. Also der Lever, wenn ich den aktiviere, hier dahinter gibt es kein Redstone-Signal. Dadurch kann ich es nicht über... Steve's Factory Manager abfragen. Ich will es aber so machen, dass halt der MFSU dann halt sagt,
Emmet Faux. Und wenn kein Signal da ist, muss das halt von dem Machine Inventory Manager dann invertiert werden. Das heißt, solange kein Signal da ist, sende Signal an Reaktor. Wenn Signal da ist, dann mach folgendes, dann mach aus. So, ich werde den Reaktor jetzt mal anschalten und gucken wir mal kurz. So. Also ihr seht, eine Hitzeentwicklung findet nicht statt. Ihr seht auch hier, die Dinger nehmen immer mal ab und reparieren sich dann wieder. Also praktisch, es ist, wie viel Hitze sie aushalten können, bis sie selbstständig kaputt gehen. Und es verteilt sich eigentlich relativ gut. Es füllt sich dann immer wieder auf. Durch diese Heat Exchanger auch. Und ich denke mal, es sollte so einigermaßen stabil laufen. Wir produzieren 280 EU pro Tick. Das sieht man auch hier wunderschön schon dran. 280 EU sind wie viel F? Moment. Kurz nachgucken. Eine EU sind 2 LP. Hab keine Ahnung, wie ich das umrechnen soll. Also, warte mal. 10 RF. Machen wir die Hälfte, das heißt 2 LP sind... Also 1 EU entspricht ungefähr 5 RF, hätte ich jetzt mal spontan behauptet. Und ihr seht, wir produzieren halt keine Kerntemperatur. Das heißt, die Dinger laufen jetzt, bis das Ding voll ist. Wenn ich das Ding ausschalte, dann hört es eh auf. Und dann passiert erstmal nichts. Und jetzt machen wir folgendes. Jetzt automatisieren wir uns das Ding. Beziehungsweise... Ja, ich sollte vielleicht auch meinen Strahlenschutzanzug ablegen. Weil ich arbeite ja im Moment nicht mit Strahlen. So. Wir machen jetzt nur eine kleine Sache. Und dazu brauchen wir jetzt einen Redstone Receiver. Den packen wir dahinter. Und der MFSU macht ja Emmet Faux. Und dann machen wir jetzt folgendes. Dann mache ich mal eine neue Group. Nenne ich mal Reaktor Control. So. Gehen wir mal rein. Und wir machen einen Trigger, der jede Sekunde überprüft. Und zwar eine Redstone Condition. Also er überprüft, ob der Redstone Receiver von, ach, mir scheißegal welche Seite, eine Signalstärke zwischen 1 und 15 erhält. So, wenn er eine Signalstärke zwischen 1 und 15 erhält, dann... Brauchen wir einen Redstone Emitter. Ich nehme mal gleich noch mal ein bisschen Kabel mit. Hab mal hier ein bisschen vorbereitet, was ich dann so brauchen werde. So. Dann, das ist ein Cable. Pack ich einfach mal hier so dahinter. Dann der Emitter und darüber packen wir den Transmitter. Ich mache mal die Frequenz auf. Ja, das war mein Minecraft. Gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich weiß nicht warum. Ich habe Angst, die Frequenz zu ändern gerade. Ich lasse jetzt mal die Frequenz auf 0. Ich mache das dann mal offscreen. Eine Sache möchte ich aber noch kurz testen. Und zwar, das Ding ist ja aus. Das heißt, der Reaktor produziert gerade nichts, ne? Und zwar habe ich gerade ein bisschen Angst. Was passiert, wenn ich da jetzt einen Lever dran packe und dann Redstone? Er geht nicht an. Gut. Und zwar hatte ich nämlich Angst, dass der MFSU dafür sorgt, dass halt das Ding hier bepowert wird, was den Reaktor powert. Aber das passiert nicht gut. So. Und dann haben wir jetzt hier den Wireless Transmitter. Und dann sagen wir jetzt in der Redstone Condition. Also man das jetzt nochmal fertig machen hier wenigstens. Also wir haben einen Trigger und zwar eine Condition. Und zwar wenn die Signalstärke zwischen 1 und 15 ist, also wenn das Ding hier ein Redstone-Signal abgibt, dann machen wir Create Redstone Emitter. Und dann nehmen wir diesen Emitter und zwar die Oberseite Strong Power. Output 15 und kein Puls.
sondern einfach nur dann Mach 15. Das Ding im Moment ist aus. Das Ding leuchtet auch nicht. Wenn ich allerdings das jetzt mal sagen würde, zum Beispiel Emmet is particularly filled, dann ist es schon an. Also wenn praktisch das Ding dann voll ist, nothing emit full. Aber praktisch, wenn das Ding... Ja, im Moment bleibt es natürlich dauerhaft an. Das muss man natürlich auch noch ändern. Und zwar mit einem weiteren Emitter. Und zwar, wenn das Ding false ist. Also, wenn es ausgeschalten ist. Dann macht der Emitter die Oberseite und setzt sie auf 0. Bind mal wieder. Und es ist aus. Gut, also praktisch der MFSU wird dann regeln, dass der Reaktor sich selbstständig an- und ausschaltet. Das ist eigentlich Sinn und Zweck dieser ganzen Apparatur dann. Ich würde jetzt Folgendes sagen. Bevor ich versuche, diesen Channel jetzt zu ändern, sage ich einfach schon mal Tschüss, weil es kann natürlich sein, wenn mein Minecraft jetzt abschmiert, dann mache ich auch die Aufnahme aus, dann beende ich das erstmal. Aber wenn nicht, dann nicht, dann macht er noch bis zum bitteren Ende durch. Gut, wie gesagt, ich habe jetzt hiermit schon mal verabschiedet und jetzt weiß ich nicht. Ah, es geht, gut. Ich nehme einfach mal die Frequenz 420. Nehmen wir mal 424, ist eine schöne Zahl. So, Receiver packe ich hier hin. Und dann wieder 400. Verdammt, Moment. 24. Gut. Und wenn ich jetzt das Ding hier, wenn ich jetzt praktisch hier einen Lever hinsetze. Ja. Ich habe das Ding ja extra so gemacht, dass praktisch das Ding hier von allen Seiten Redstone-Signal. Moment. Wenn ich das jetzt anmache, beginnt im Moment der Reaktor zu arbeiten. Wenn ich das ausmache, beginnt er nicht zu arbeiten. Das müssen wir jetzt als einziges nur noch umkehren. Und das machen wir ganz einfach, indem wir hier die Condition umkehren. Weil ich habe nämlich eben gemerkt, dass es falsch rum war. Wenn das Ding ein Redstone-Signal ausgibt, muss es ja falsch sein. Und ansonsten true. Damit wir den MFSU erfüllen. Und jetzt, nicht rausnehmen. Und jetzt füllen wir den MFSU wunderschön auf. Und verbrauchen eigentlich nichts. Die Uranstäbe, die halten eine ganze Weile. Und tja. Wir produzieren erstmal einen Haufen EU. Wie ich die abpumpe, weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt hier extra erstmal noch freigelassen. Wahrscheinlich wird dann hier drunter einen riesen Energiespeicher gebaut. Da muss ich mal schauen, wie ich das denn mache. Und den Wireless-Lever brauchen wir erstmal nicht mehr, weil das Ding ist jetzt ziemlich selbstständig schon. Füllt halt das Ding. Moment. Ah, hört ihr das? Warte. Hört ihr das? Ich hab's nur gerade so ein bisschen mitgekriegt. Das ist so schön knackt. Ah, es funktioniert. Der Reaktor arbeitet. Ich glaube, das Ding überträgt aber keinen Sound oder so. Nun gut, also wir füllen unseren MFSU. Wir kriegen Strom. Und ich werde natürlich hier noch ein bisschen mehr dann später auch arbeiten. Das wäre dann halt später wesentlich mehr automatisieren können, auch vielleicht die Stromregulierung machen können. Später will ich auch noch, dass halt Leptron Crystal hier drin aufgeladen werden, wohin gesendet werden, damit ich auch über Entfernung praktisch meinen Speicher auffüllen kann. Das ist eigentlich Sinn und Zweck. Ich mache dann zwei Leptron, habe ich mir überlegt. Einer, der immer sich entleert. Wenn er leer ist und der hier voll, wupp, switch it. Oder halt andersrum, wenn praktisch der hier voll ist, switch it. Switch it, ja. Das Wort des Jahrtausends, switch it. Switch it. Yeah. So, ja, wie gesagt, das Ding dürfte hier eigentlich relativ autonom arbeiten. Ich gucke nur gerade, dass sich das Zeug auch wieder repariert und nicht kaputt geht am Ende.
Aber es scheint relativ gut zu halten, hoffe ich. Es knistert so schön. Ha. Seht ihr irgendwas? Okay, es nimmt immer mal ab. Ja, es nimmt wieder gerade ab. Okay, also ich denke mal, ich kann es laufen. Die Sache ist halt die, ich weiß, ich bin im Moment noch nicht sicher. Ich werde das jetzt noch eine Weile beobachten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das die ganze Zeit laufen lassen kann. Da muss ich dann mal schauen, wie es funktioniert. Auf jeden Fall funktioniert das soweit schon mal ganz autonom. Wenn mir halt keiner einen Streich spielt, dann muss ich auf jeden Fall nochmal gucken, dass ich das irgendwie vielleicht in Warded Stone oder sowas packe. Denn Sicherheit geht dann vor. Ja, ich hoffe mal, die Dinger gehen nicht kaputt. Ich beobachte das ein bisschen. Und ja, ich meine, hier unten sieht es ja relativ gut aus. Da ist ja alles schön verteilt. Im Notfall könnte es ja noch hier unten drauf gehen. Ja, alles klar. Dann. Oh, der hier schwankt aber ganz schön. Mein Freundchen. Vielleicht mache ich nochmal einen Overclock-T-Twent. Pack hier oben nochmal was rein. In der Hoffnung, dass ich die Hitze ein bisschen reguliere. Die Sache ist halt die, wenn ich jetzt hier irgendwas vielleicht verändern würde. Stark. Dann kann das Ding hier vielleicht hochgehen. Aber auch das Ding hochgehen. Und das wollen wir nicht. So, also wie gesagt, ich werde das mal. Ich glaube, die gehen langsam höher. Weil das Ding ist jetzt bei 1800. Ich schalte es mal kurz aus. Ich brauche mal Notaus, warte. Da nehme ich mal hier einen Lever einfach, den ich hier drüber packe. Der schaltet es aus, gut. Dann kann ich das mal kurz rekapitulieren lassen. Ich gucke nochmal, ob ich vielleicht was ändere. Vielleicht mache ich die auch nochmal zu diesen Component Heat Exchangern. Kann ich eigentlich machen, ich kann die upgraden. Und dann muss ich mal schauen. Gut, aber das war es erstmal für diese Folge. Der Reaktor funktioniert. Wir produzieren einigermaßen Strom. Vielleicht später sogar noch mehr. Ich kann ja mal gucken, was passiert. Einfach mal rein von Interesse halber. Wir haben 5 EU pro Tick mehr. Es ist nicht so viel. Und ich habe es zum Glück noch rechtzeitig wieder aus dem Inventar gepackt. Gut, ja, wie gesagt, ich bedanke fürs Zuschauen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt dazugelernt, wie ihr einen Reaktor automatisieren könnt und alles Mögliche. Ich werde den nochmal anschalten gleich und dann mal gucken, was passiert. Und das Ding, geht das überhaupt down? Ich weiß nicht, ich glaube, das Ding ist hier, hat irgendwie einen Schaden. Gut, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und wir produzieren ab jetzt Strom. Yippie! Tschüss!